Hey, in diesem Video geht es um diesen YL2S MyLight Controller. RGBW, integriertes WLAN, das heißt also, er ist mit Alexa kompatibel. Ihr könnt ihn aber auch über die App steuern. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch mit dieser Fernbedienung machen oder es auch bleiben lassen. Wie das Ganze angelernt wird und was der alles kann, schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich habe den Streifen hier jetzt schon einmal vorbereitet und alles angeschlossen an den Controller und nicht über dieses eine lose Kabel wundern. Wir haben nämlich einen RGB-CCT-Streifen an einen RGBW-Controller angeschlossen. Dementsprechend bleibt ein Kanal natürlich frei. Also alles gut. So, wir lernen das Ganze jetzt erstmal einmal an die MyLight Cloud an und öffnen deswegen in der mobilen Ansicht einmal die App und haben dann die Geräteliste, wo wir mit Plus oben rechts ein neues Gerät hinzufügen. Das ist der Mini-Stripe bzw. Mini-Stripe-Steuerung. Einmal angeklickt und jetzt müssen wir einmal dreimal den Strom an- und ausmachen. So, es blinkt jetzt rot und das ist der Anlernmodus. Dann gehen wir in den nächsten Schritt rein und da können wir dann jetzt das WLAN-Passwort eingeben. Drücken auf Eingabe, Startkonfiguration. Das dauert jetzt 30 Sekunden. Wir spulen vor. Wir haben das jetzt erfolgreich hinzugefügt. Wunderbar. Sind jetzt drin. Dann können wir zurückgehen und dann aktualisieren wir die Geräteliste, indem wir einmal so nach unten ziehen. Da haben wir dann den Controller drin. Dann machen wir jetzt mal, tippen wir drauf und haben das Farbrad hier. Und dann können wir mal anfangen, erstmal die Farbe zu verstellen. Da sehen wir also, okay, das Anlernen hat wunderbar geklappt. Super, können wir noch einmal runter und hoch dimmen. Und damit haben wir schon mal die halbe Miete. Das heißt also, der Streifen funktioniert super mit der App. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, den Streifen umzubenennen. Das geht ganz einfach, kurz nach links ziehen und dann haben wir da auch gleich den Gerätenamen, den man ändern kann. Den kann man ja, je nach Belieben benennen. Wir nennen ihn jetzt einfach 2. Und sagen okay, der Einfachheit halber, wunderbar. Und dann sind wir damit auch schon mal durch. Okay, damit sind wir jetzt in der App erstmal fertig und wechseln rüber in die Amazon Alexa App. Und gehen unten auf Geräte, rechts und schieben einmal nach unten. Da haben wir dann meine Smart Home Skills und die aktivieren wir jetzt. Müssen wir einmal oben auf die Suche gehen, rechts und suchen dann nach MyLight. MyLight Cloud, da ist es. Einmal angeklickt und zur Verwendung aktivieren. So, dann baut sich das langsam auf. Und da tippen wir dann unser bestehendes Konto ein oder nutzen Face ID ganz fortschrittlich. Dann gehen wir einmal fertig. Geräte erkennen. Und jetzt sucht der Echo nach dem MyLight-Gerät. Gut, eine Lampe wurde gefunden und jetzt können wir natürlich das Ganze sprachsteuern. Zur Erinnerung, unsere Steuerung heißt hier 2, also sagen wir Alexa, stelle 2 aus. Alexa, stelle 2 an. Alexa, stelle 2 auf weiß. Alexa, stelle 2 auf 10%. Alexa, stelle 2 auf 50%. Alexa, stelle 2 auf 100%. Alexa, stelle 2 auf Rot. So, damit sind wir alle Grundfunktionen einmal durchgegangen. Wir sind die Farben einmal so ein bisschen durchgegangen, haben runtergedimmt, hochgedimmt und an die Alexa-App angelernt, MyLight Cloud-App angelernt, überall alles drin. Und jetzt können wir natürlich noch die Fernbedienung benutzen. Diese hier. Die bedienen wir jetzt einmal und sagen Off. Und dann wieder on. Und ja, die ganzen Farben gehen auch, aber das erspare ich euch jetzt an der Stelle. Ich will sie sowieso nicht benutzen.
Vielleicht wollt ihr sie ja benutzen, aber das kriegt ihr mit Sicherheit dann auch ohne mich hin. Wir sind fertig an der Stelle. Wenn dir das Video zum YL2S gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like von dir freuen. Ansonsten abonniere auch sehr gerne den Kanal. Weitere News, Insights und alles andere rund um das Thema LED findest du hier. Jetzt klicken. Ciao.